Hallo und schönen guten Tag an alle Lateininteressierten. Herzlich willkommen zu meinem Tutorial Lateinnachhilfe Nummer 117. Heute geht es weiter mit diesem Cäsar Abschlussprüfungstext Teil 2. Bevor ich loslege, scrolle ich einmal durch die von mir schon ins Internet gestellten Videos. Ich habe inzwischen auch verschiedene Playlists angefertigt, damit ihr euch da besser durchfindet. Wenn ihr das hier lieber macht an der Übersicht, könnt ihr das hier anhalten. Ich bedanke mich für die vielen, vielen Zuschriften, die ich bekommen habe, für die vielen Mails, die ich bekommen habe, für die vielen Kommentare. Ich bedanke mich bei all denen, die mich anklicken, die mich in ein Abo nehmen, die mich nicht in ein Abo nehmen und mich trotzdem anklicken. Ich bin ganz begeistert von euch. So, ich gebe mir große Mühe heute mit dem Abschluss, also mit dem Prüfungstext. Prüfungstexte sind ziemlich schwierig. Das ist keine Frage. Der Text ist noch schwieriger als schwierig. Es ist ein Cäsar-Text, den ihr natürlich auch im Internet findet. Was macht man, wenn man vor so einer Prüfung ist? Das Allerwichtigste ist, wenn ihr solch einen Text übersetzen müsst, dass ihr ein Arbeitsschema habt, mit dem ihr schon seit einiger Zeit an solche Texte herangegangen seid, dass ihr auswendig kennt, damit ihr in dieser Prüfungssituation nicht da herumsitzt und nicht wisst, was ihr machen soll. Erstens, bei mir ist das also Standard eine kolometrische Abschrift. Auch so einen Text kann man in Kürze abschreiben. Das sind 10 Minuten. Das ist also kein Thema von dem Arbeitsaufwand her. Und ist natürlich, wenn man es jetzt hier macht, am Computer kein Problem. Ich erkläre das nochmal. Ich mache nach jedem... Achso, das war die falsche Taste. Und jetzt seht ihr hier schon ein Ut und dann schließend ein Kum. Ach du lieber Himmel. Ut, Kum, Rödel, 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 abesset, pervenisset. Da sind zwei Verben drin. Ante, das heißt das Ut. Das Ut rücke ich ein bisschen ein. Das wird hier mit dem Ante komisch, dass das nicht geht. Weiter fortgesetzt, dann rücke ich es eben nicht ein und sage es nur. Ist auch egal. Also, so ein Klassiker. Ich könnte da mal so einen Blockfall von oben nach unten machen mit so ein paar Ecken. Mit so ein paar Ecken drauf. Der hier. So. Nee, der geht da nicht hin. So. Ihr wisst, was ich meine. Okay. Antemediam. Vocalmora significato. Fieret. Wenn ich zu so einem Punkt komme, mache ich immer so einen Doppeleinrücker. Ja? Das soll heute erstmal reichen. Wir kommen zu den anderen Spiel. Was ist das denn? Kolometrische Abschrift. Als zweites. Als zweites machen wir Verben, Verbformen markieren. Und zwar, ihr seht, ich gehe jetzt immer durch die Zeilen durch und maximal viele, also so viel wie möglich. Man findet sowieso nicht beim ersten Mal. Heute stehe ich aber mit dem Computer auf Kriegsfuß. Maximal viele Verben und Verbformen markieren. So, wir gucken mal hier. Interim et lineum peremus incredibile dignibile fama perfertur. So, wie mache ich das mal? Ich mache das einfach mal fett und unterstrichen.
Ut, das wissen wir jetzt. Ich lese jetzt einmal den Utsatz hier. Ut ante mediam noctem ante portas castrorum uriretur. Fett und unterstrichen. Jetzt mache ich den Cum-Satz. Cum api bernis gigeronis minia passum ab esset. Fett und unterstrichen. Kirkita per et. Ihr seht Kirkita eoque. Ihr seht hier einen Konnektor, weil ihr zwei Verben in dem Satz habt, ist es immer sinnvoll, wenn man zwei gefunden hat, dass man nach dem Konnektor guckt und dann sofort, wenn ich jetzt dann nochmal, nee, das geht noch, ja genau, mache ich jetzt so einen Einschub, et eo heißt es eigentlich, also zwei Sätze ante mediam, das haben wir schon, quocalmore significato victor gatella fieret. So. Haben wir gemacht. Als drittens, irgendwie stehe ich heute mit dem Programm auf Kriegsfuß, da bitte ich um Entschuldigung. Drittens, nehmen wir die Markierung mal. Drittens, da schreibe ich einmal hin, KNG Kongruenzen. Mit Augenmerk auf Präpositionen. Präpositionen einrücken. Das bedeutet, ihr schaut euch ein drittes Mal durch den Text durch. Vielleicht fällt euch auf, dass wir bisher überhaupt noch nicht übersetzt haben. Wenn man, das geht mir völlig auf die Nerven, weil das total hässlich aussieht. Denn wenn man schon sofort anfängt, ohne Strukturierung zu übersetzen, dann kriegt man solche schwierigen Texte nicht raus, sage ich ganz deutlich. Also, keine Kongruenzen mit Augenmerk auf Präpositionen. Ihr wisst, eine Präposition hat ja immer einen bestimmten Kasus und zieht mindestens immer ein Wort, ich sage das mal so allgemein, hinter sich her. Meistens sind es zwei, sodass man schon da so einen kleinen Wörterblock hat, den man für sich übersetzen kann. Keine Kongruenzen, da muss man ein Auge drauf haben, wenn man sich nicht sicher ist, sage ich ganz offen, ob zwei nebeneinander stehende Wörter, nur darum geht es, zusammengehören oder nicht, dann lässt man es lieber weg. Sage ich also im Zweifelsfalle nie, weil man sonst auch viele Sachen kaputt machen kann. Zurück, schauen wir mal. Interim ad labienum, da haben wir schon das erste. Per remos incredibile, das gehört nicht zusammen, also per remos. Incredibile celeritate de victoria caesaris. Man schaut immer noch das nächste Wort an. Caesaris ist ein Genitiv, also heißt das wohl de victoria caesaris. So. Ut, den mache ich jetzt hier unten sofort weiter. Ante mediam noctem. Ad portas castrorum. Castrorum ist wieder ein Genitiv. Ach, dann mache ich, ich wollte da ja immer so eine Zwischenzeile machen. Entschuldigt, das habe ich jetzt ganz vergessen, weil ich dann nachher die Übersetzung. Genau. So gefallen mir. Quo clamore significato victoriae. Ja, seht ihr, das ist jetzt so eine Sache. Quo clamore significato, das hört sich jetzt irgendwie toll an, aber ich bin mir da nicht so sicher. Deshalb lasse ich das jetzt einfach stehen. Victoria et gratulatio. Das gehört ganz bestimmt zusammen. Victoriae, das kann nicht zusammengehören. Victoriae et gratulatio. Da lassen wir die Finger von. Ab remis. So. Wenn ihr euch jetzt einmal anschaut, wir haben noch nicht übersetzt, was wir da gemacht haben. Ich will das jetzt nicht wieder alles rückgängig machen. Dann seht ihr, der Text hat ja so ausgesehen wie der hier unten am Anfang, jetzt unabhängig von den Wörtern. Und jetzt seht ihr an dem Text, den wir so schön strukturiert haben, mit ganz wenig, da lege ich Wert drauf, mit ganz wenig an Arbeit, aber vielen Rechtschreibfehlern, den wir so strukturiert haben, wenn man jetzt mit einem Lexikon daran geht und unter die Blöcke zum Beispiel, das mache ich dann beim nächsten Mal vor, und unter die Verben
Da muss man natürlich ein Hauptaugenmerk drauf richten. Die Verbformen, die hier stehen, muss man korrekt übersetzen. Das sage ich dann beim nächsten Mal. Wenn man das macht, dann kann man, sage ich einfach mal, den Text natürlich immer noch mit Fehlern übersetzen, aber nicht so, dass das eine mangelhafte Leistung ist. Das ist völlig unmöglich, glaubt es mir. Aber man muss das so machen. Wichtig ist, dass man das natürlich auch so übt vorher. Nicht einen Tag vorher da jetzt so ein Schema rein und dann mache ich das nach dem Schema, dann reicht das nicht. So, viertens als Aufgabe zum nächsten, die Blöcke und Verbformen. Da guckt ihr bitte im Grammatik korrekt übersetzen. Blöcke und Verbformen, die wir gemacht haben, ja. Wenn ihr etwas nicht wisst oder wenn ihr etwas nicht rauskriegt, dann sage ich ja immer, soll man da Lücken lassen. Wenn man mal eine Stelle gar nicht rauskriegt mit zwei oder drei Wörtern, dann lässt man das frei. Das gibt dann höchstens ein oder anderthalb oder zwei Fehler. Das ist besser, als wenn man den ganzen Satz dann vergewaltigt, nur weil man diese drei Wörter unterbringen will. Okay, so, das war's jetzt mal. Ich hoffe, ich habe euch damit so ein bisschen weitergeholfen. Beim nächsten Mal gibt es also die Nummer 4. Ich bedanke mich bei allen, die mir zuhören, die mir zuschauen, die mich ertragen. Ich bedanke mich nochmals bei allen, die mir so viele tolle Mails schicken, über die ich mich riesig freue. Ich freue mich auch. Bis zum nächsten Mal. Wir machen natürlich weiter. Da sage ich einfach Tschüss.